Also wenn am Dienstag Dienst ist, am Mittwoch Mitte der Woche, am Donnerstag es donnert und Herr Taschenbier am Freitag frei bekommt, dann kommt am Samstag der Sams. Ich bin Paul Maar. Ich schreibe Bücher für Kinder und ich male, und zwar mache ich die Illustrationen in meinen Büchern meistens selbst. Deshalb der Pinsel in meiner Hand. Das, was ich da gerade male, ist das Sams. Eigentlich ist das Sams gar nicht, für mich zumindest, die Hauptfigur in der Geschichte, sondern der schüchterne Herr Taschenbier. Und diesem Herrn Taschenbier habe ich eine Gegenfigur gegeben, nämlich das Sams, das all die Eigenschaften hat, die Herr Taschenbier vielleicht auch hätte, aber nicht ausleben kann. Es ist frech, es ist mutig, also all das, was Herr Taschenbier nicht ist. Und nachdem ich jetzt 6 Sams-Bände geschrieben habe und nach dem 6. eigentlich sagte, das müsste eigentlich jetzt der letzte Sams-Band sein, habe ich gemerkt, es hat ungeheuren Spaß gemacht, den 7. Band zu schreiben. Da heißt Sams im Glück. Wenn man so eine Figur erfunden hat wie der Sams, das schon über 2 Generationen bekannt ist, dann denke ich, was kann eigentlich einem Autor Besseres passieren? Und ich muss mich gar nicht beschweren. Es ist nicht einfach, einen perfekten Tag zu konstruieren, aber ich denke, es ist warm. Ich sitze an meinem Schreibtisch, schon morgens ab 9, habe wirklich außerordentlich gute Ideen, komme mit dem Schreiben kaum nach, schreibe bis nachmittags um 4 oder 5 und gehe dann in den Garten, nehme die Gießkanne und gieße meine sämtlichen Blumen und freue mich, dass die Blumen so gut gedeihen. Manchmal habe ich mir natürlich überlegt, was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich Wunschpunkte hätte? Viel mehr Zeit, dass sich die Zeit dehnt. Vielleicht, dass ein Tag 46 oder 48 Stunden hat, damit ich all die Projekte, die ich gerne machen möchte, auch machen kann und gleichzeitig die ganzen Lesungswünsche erfüllen. Wenn es mich doppelt gäbe, dann würde ich den einen Paul Maar auf Lesereise schicken und während dieser Zeit gemütlich zu Hause sitzen und an einem neuen Buchmanuskript arbeiten. Ich habe zwar im Laufe meiner Karriere eine ganze Menge Auszeichnungen gekriegt, ich stelle nur fest, so der erste Literaturpreis, den man bekommt, das ist eine ganz große innere Befriedigung. Die Auszeichnung, die mich am meisten freut, das sind eigentlich die Kinderbriefe. Was wohl die Kinder wünschen, das weiß ich aus vielen Lesungen, weil ich ja hinterher meistens so ein Werkstattgespräch mache, mich mit den Kindern unterhalte und die Kinder frage, was würdet ihr euch denn wünschen? Und das sind dann allerdings sehr persönliche Wünsche. Also die Kinder sagen, ja, mehr Taschengeld oder ein Pferd. Oder dann kommen auch so Wünsche, die sind schon sehr existenziell, dass ein Kind sagt, ach, ich würde wünschen, dass der Papa weggeht von dieser doofen Frau und wieder zu uns in die Familie kommt. Den Blick über das Dächermeer hinter mir, den sah man auch im ersten Sams-Film. Erfreulicherweise wird es auch jetzt einen neuen Sams-Film geben. Sams im Glück wird verfilmt. Und was ich auch sehr gut finde, alle Schauspieler, die im ersten Sams-Film dabei waren, haben sich bereit erklärt, auch im neuen Film mitzuspielen.